Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lidl Fitnessküche. Heute habe ich mir Unterstützung geholt. Hi, ich bin Lukas. Bin Spieler bei der deutschen Handballnationalmannschaft und ich freue mich, heute hier zu sein. Nils, was kocht man heute Schönes? Ich freue mich auch sehr, dass du heute zu uns gekommen bist. Und ich würde gerne mit dir eine Pizza machen, die ist eiweißreich. Und das Wichtigste dabei ist, sie ist extrem schnell zubereitet. Für die Pizza benötigen wir Skier, Dinkelmehl, Backpulver, Salz und ein bisschen Agavendicksaft. Obendrauf machen wir heute Brokkoli, Tomate, Thunfisch und Feta-Käse. Und dann sollte es eine richtig leckere Pizza für uns werden. Den Skier einmal in die Schüssel geben, das Mehl dazu und die Hälfte des Backpulvers. So, das Ganze darfst du einmal bitte verkneten. Das sieht sehr gut aus. Knete einmal richtig durch und dann stellen wir das Ganze mal kurz in den Kühlschrank. So, als nächstes schneiden wir die Zwiebeln. Kleiner Trick, hinten einfach nur die Wurzel wegzunehmen. Und dann darfst du die in feine Würfel schneiden. Und jetzt schneidest du nicht bis hinten durch. Dann wird das Ganze nochmal so halbiert. Perfekt. Danach putzen wir auch nur noch den Brokkoli, rollen die Pizza aus. Und schon ist deine Pizza fertig. Das war's schon. Deswegen direkt nach dem Training. Optimal, weil so viel Zeit immer zum Kochen bleibt einem dann nicht. Kochst du denn zu Hause? Mir macht Kochen wirklich auch Spaß und ich koche auch selber gerne. Nur das Aufräumen mal danach, das macht dann nicht ganz so viel Spaß. So, die Röschen einfach nur abschneiden. Wie häufig trainierst du in der Woche? Ja, kommt immer ein bisschen darauf an, wann die Spiele immer sind. Wenn man natürlich in so einem Rhythmus wie Donnerstag, Sonntag die Spiele hat. Man sage ich immer nur Abschlusstrainingseinheiten und dann auch nur einmal pro Tag. So, jetzt müssen wir noch den Teig kurz ausrollen. Dafür halbieren wir ihn jetzt einmal. Hoffentlich schön rund. Und jetzt darfst du die belegen. Das ist ja alles gesund, was da drauf ist. Den Feta-Käse. Die Pizza ist auch schon fertig. 8 Minuten. Guten Appetit. Guten Appetit. Sehr lecker. Ja, die Pizza ist super schnell gemacht. Eine Alternative zur Pizzeria. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, lieber Lukas. Ich sag auch danke. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich werde jetzt auch mal zu Hause machen, weil es auch so schnell geht. Und wenn du das gerne nachkochen möchtest, findest du das Rezept im Internet unter lidl-kochen.de/fitness. Ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es darum, einen herbstlichen Eintopf zu kochen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt sportlich und gesund. Tschüss. Ciao. Lidl lohnt sich.